Guten Morgen, meine Lieben. Ich begrüße euch ganz herzlich. Heute mal ein bisschen Licht. Es ist wahrscheinlich soweit. Oh mein Gott. Wir sind eigentlich voll früh aufgewacht, weil wir heute, also weil ich heute Covid-Test machen muss. Einen Tag früher. Das habe ich euch, glaube ich, gestern im Blog nicht erzählt. Aber ich habe den Termin vorverlegt, weil der Papa am Dienstag einen Termin hat beim Internisten und ich dachte, wenn er dann eingeleitet wird am Montagabend, vielleicht muss der Papa dann seinen Termin absagen, sonst wäre es voll doof gewesen. Jetzt habe ich heute den Einleitungstermin und irgendwie hatte ich schon 3 richtig heftige Wehen. Jetzt müssen wir sowieso ins Krankenhaus. Ach, der Papa, so wie beim letzten Mal. Beim letzten Mal hast du Betten gemacht, jetzt schneidet der Video. Auf Entspannung. Ja, auf ganz entspannt. Ja, wir fahren auf jeden Fall jetzt los zu meinem Covid-Test und dann hat die Hebamme, ich habe mit der Hebamme telefoniert, hat gesagt, schauen Sie dann noch kurz rauf zu uns. Buh, schauen wir mal. Na gut, wir werden es sehen. Guten Morgen, meine Lieben, auch von mir. Ja, heute ist Samstag. Ich bin mit Mama zum Arzt gegangen, also ins Spital gegangen, weil heute müsste sie einen Corona-Test machen. Aber in der Früh hat sie gleich die Wehen bekommen. Es ist nicht so oft gewesen wie bei normaler Geburt oder wie bei allen anderen Geburten. Aber doch welche da gewesen, also schon ziemlich stark. Aber ja, vielleicht auch ein bisschen unregelmäßig und die Abstände zwischen den Wehen waren ja ziemlich groß. Also ich kenne mich schon langsam aus. Ja, ich sitze aktuell noch im Auto, die Mama ist noch drinnen, sie hat den Test schon gemacht, aber sie hat kurz noch beim Geburtsstation oder wie der heißt, kurz vorbeigeschaut, weil die Hebamme gesagt hat. Und jetzt ist sie an den CTG-Gerät angeschlossen. Die Wehen haben sie natürlich vermehrt und immer mehr geworden und intensiver. Also ich hoffe, dass das Baby heute kommt oder morgen. Besser wäre heute. Ja, morgen ist auch nicht schlecht. mir wäre lieber, dass das Baby kommt, bevor sie den Termin im Spital hat und sie wird eingeleitet, weil sie hat auch ein bisschen Angst davon und ja, es ist halt besser, wenn sie auf natürliche Weise auf der Welt kommt und ja, somit sparen wir auch ein bisschen Stress. Ne? Hallo, mein Lieben, es ist heute soweit. Ich wurde stationär aufgenommen, habe schon meinen Zugang. Der Papa durfte auch schon raufkommen und es geht also gut voran. Es waren schon gute Wehen auf dem CTG schon. Ja, das heißt es nur abwarten, weil es ist nur 4 cm. Ich glaube, ja, schon. Deswegen werde ich hier noch ein bisschen herumspazieren. Die Maske muss ich noch ein bisschen tragen. Später darf ich. Eigentlich hat sie gesagt, dass man sie später dann runtergeben darf. Also, ich dürfte deine Zimmer noch nicht mehr tragen. Ah! Oh, das Stichchen. Ja, oh. Brauchst du jemanden, an dem du dich halten kannst? Ich weiß, ich hatte Stress, dass du noch gekauft hast. Aber erzähl dir. Mama, ein Kicker. Wieso ist das gut? Aber du kannst die Maske auch runterlegen, wenn sie nicht da ist. Sozusagen. Na, weiß ich doch. Doch. Wenn du nicht im Gesicht bist. Mit Corona. Ich habe einen Test gemacht, der ist fix negativ. Also, ja, wie machen? Man bekommt schon Angst, wenn die Wehen dann so stark sind, weißt du? Ein bisschen, ne? Ja, ich kann mir gut vorstellen. Danke, Frau. Danke. Das genau dieses Lied brauche ich jetzt. Genau, da müsstest du singen, wenn ich habe. Danke für diesen wunderbaren Ohrwurm.
Baby Shark. Also entweder ist es ihm lang und angenehm oder kurz und ein bisschen stärker. Richtig. Ja. Ja, macht sich schon mal ein bisschen besetzen. Blau. Aufgelaufen. Geschafft. Alles ist gut gegangen, die Mama ist da. Und der kleine Mama ist auch da. Und ja, die Mama geht's gut, das Baby geht's gut. Ich habe noch Halsschmerzen. Ich wollte ein bisschen schreien, aber es war sehr gut. Eine schöne Geburt. Ja, unglaublich. Ja, und die Mama wird im Krankenhaus jetzt bleiben für die nächsten 3 Tage, weil wir. Ach so, geben wir. Genau, sie ist noch in Quarantäne bis heute Abend und wir wollten nicht das Risiko eingehen, deswegen haben wir uns noch entschieden, dass die Mama nur 3 Tage da bleibt. Genau. Und sie auch gut versorgt wird und kontrolliert und untersucht und das Baby auch noch. Genau, dann machen wir einfach alle Untersuchungen hier, dann muss ich mich nicht stressen zum Kinderarzt rennen. Und ja, genießen wir ein bisschen die Kennenlernzeit zu zweit, aber du kannst mich besuchen kommen, wenn du möchtest. Ich glaube, darf nicht, oder? Doch, doch. Geburtenstation sind Besuch erlaubt, also die Geschwister, Kinder dürfen halt nicht kommen. Ja, der Papa. Ja, mit den Kindern haben wir jetzt eh schon FaceTime. Gott sei Dank gibt es heutzutage noch diese Möglichkeit, weil früher. Ja. Gut, mein Lieber. Danke. Wir werden uns jetzt vom Blog verabschieden. Ja, genießen. Vielleicht kommt die Mutter. Ja. Tschüss.